So, also ich habe es doch gefunden. Ich habe es doch gefunden, das Buch. Ich habe es gesucht. Ich habe gedacht, ich hätte es hier drin, aber ich hätte es oben gehabt bei den anderen Büchern. Guten Abend, darf ich ja mal sagen. Herzlich willkommen wieder zu den Boxspringen mit sehr, sehr lieben Gästen. Und dieses Buch, das ich gefunden habe, da werden wir noch drüber sprechen, weil fast jeder Schauspieler, jede Schauspielerin hat da mal drin geblättert und hat Stunden damit verbracht. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Ich begrüße meine Gäste Johanna von Kotschian, begrüße Pitt Krüger und Hans Putz. Und ich weiß, ich habe eine sehr, sehr nette Runde, die allerlei zu erzählen hat, Boxsprünge. Wir wollen so ein bisschen zurückschauen in den blauen Böcken. Wir wollen uns erinnern an Kollegen, etwas über sie erzählen, auch vielleicht etwas über uns. Und beginnen wir mit dir, Pitt. Ja. Pitt Krüger, einen sehr berühmten Vater hast du ja, den Bum. So richtig, ja. Ja. Hat dich das belastet, einen so berühmten Vater zu haben? Oder ist das für einen jungen Künstler im selben Metier wie der Vater, ist das eine Hilfe? Nein, das ist überhaupt keine Hilfe, das ist eine Riesenbelastung. Mhm. Ganz einfach aus dem einfachen Grund, weil unfair, wie die Presse ist, du spielst eine Rolle, mhm, und da steht dann drin, Pitt Krüger, der Sohn von Bum Krüger. Du wirst mit ihm verglichen, was also völlig idiotisch ist, mhm, weil du die Leistung, die Reife noch gar nicht hast und eigentlich arm dran bist, mhm, weil immer wieder darauf hingewiesen wird. Das heißt, bis du deinen eigenen Namen hast, bis du dir soweit dich vorgearbeitet hast, dass man sagt, aha, das ist der Pitt, dauert unendlich lange. Mhm. Dann kommt natürlich dazu, dass ich eine wahnsinnige Ähnlichkeit mit meinem Vater habe. Ja. Heute noch Kollegen kommen und sagen, hör mal zu, bumm, und sagen, oh, Entschuldigung, ja. Also das kommt auch noch dazu. War er dagegen, dass du den Beruf ergreifst? Er war genauso dagegen wie seine Eltern, die auch am Theater, mhm, waren. Seine Mutter war Soufflöse, also meine Großmutter, und mein Großvater und sein Vater war auch Schauspieler. Seine Eltern waren dagegen, dass er zum Theater gehen sollte, und er machte eine Bäckerlehre. Die hat er gerade 3 Tage durchgehalten, ist immer mit einem Wandertheater abgehauen. Ja. So schlimm habe ich es nicht getrieben, ich bin dann gleich gegangen. Das war also sozusagen bei dir der Anfang. Du durftest aber von zu Hause aus Schauspieler werden. Ja. Es gibt ja auch Familie. Johanna, auch vorbelastet? Nein, überhaupt nicht. Ich durfte zwar auch nicht, und ich glaube, es gibt überhaupt niemanden, der darf. Also ich habe noch nie Kollegen getroffen, die durften, zum Theater durften. Also ich stamme aus einer Offiziersfamilie. Mein Vater, der rein altersmäßig mein Großvater hätte sein können, war ein echter KOK-Offizier. Oh. Okay. Und da war also nichts Musisches in dem Sinn. Ich hatte nur einen Onkel, der angeblich Geige spielen konnte, aber das tat er nur für den Hausgebrauch. Ich habe ihn auch nie kennengelernt. Angeblich Geige spielen. Ja, ja. Und bei Hans Putz, Hans, wie sah es bei dir aus? Ja, bei mir ist es eigentlich, ja, nicht weil es etwas anderes sein soll, ich bin nicht zum Theater gegangen, freiwillig. Nicht? Nein. Meine Mutter hat gezwungen? Mich. Ja, ach. Ja, ich habe mich in den frühen Jahren sehr mit der Fliegerei beschäftigt, von klein auf an schon, und technischen Dingen, und wollte eigentlich Verkehrspilot werden. Das war mein Traum. Ja. Ich konnte nicht lang genug am Riesenrad oben am höchsten Punkt stehen, weil das immer toll war. Ja. So losgelöst und auf die Leute runtergucken, das tue ich heute zwar auch, aber nicht so hoch. Nicht? Und meine Mutter, die zwar nicht Schauspielerin werden wollte, aber irgendwie, also zu Hause ist man gerne ins Theater gegangen, ich bin auch mitgegangen ins Theater, als ich das Alter hatte, aber zu dem Beruf selber hatte ich also überhaupt keine Beziehung und wollte auch gar nicht. Mein Privatlehrer, ich habe angefangen bei einem Professor Fischer in einem schönen alten Palais in der Wollzeile in Wien, da stand ich in der Küche, während er seine Eierspeis kochte am Stuhl und sagte, die Sonne, sagt er, nein, nein, die Sonne tönt. Und da habe ich in der Küche gelernt, das ist ein schöner Beruf, in der Küche fangst du an mit deinem Beruf. Ja, wir waren gerade bei der Sonne und bei den. Das ist jetzt das Buch, muss ich jetzt mal erklären. Das ist der kleine Hai. Und da sind so Sprachübungen drin, die wir machen. Können wir alle noch. Bald webt im Purpur die blonde Braut, aber bleich und betrübt, als berste ihr bang die bebende Brust. Traut man mir gar nicht zu. Spitzfindig ist die Liebe. Sie minnt nicht immer blindlings. Mein Meister fragt der 13. Weiberlein, was treibt die Kleinigkeit? Man den Kreis zu frei hängen in Eiligkeit. Der grobe Tod der Nonnenkloster. Ja. Abraham Santa Clara. Aber wir haben Barbara Sassna. Das können wir alle. Wie ging es denn nun los? Bist du Schauspielunterricht? Und ja, es ging erstmal damit los, dass ich auf der Schauspielschule, wo ich meine Aufnahmeprüfung machte, mal gerade durchgefallen bin.
Und ja? Gerade? Ja, einfach so. Kam hin, sprach vor, während der zweiten Vorsprechrolle, sagte der also danke. Und ich muss dazu sagen, kein Krüger, bin ich also mit dem Mädchennamen meiner Mutter dorthin gegangen, habe ich dort angemeldet. Dachte, vielleicht hilft das. Und dann sagte der, Sie hören gleich von uns, bin raus, bin wieder reingerufen worden. Und dann sagte er, wissen Sie was, Ihr Vater ist ein so begabter Schauspieler. Wollen Sie ihm wirklich die Schande machen und zum Theater zu gehen? Oh Gott. Das war's. Aber ich habe mich dann doch irgendwo durchgesetzt. Johanna, bei dir beim Schauspielunterricht gleich angenommen worden mit großer Begeisterung? Nein, ich hatte eigentlich, glaube ich, so gar nichts an mir, was irgendwie vermuten ließ, dass ich sehr begabt bin. Ich war ein wahnsinnig junges Mädchen und sprach den Monolog der Elisabeth von England aus Maria Stuart vor. Und als ich damit, wunderschön nur, also völlig fehl für mich, und als ich fertig war, damit sah ich lauter freundliche Gesichter. Und unbetannt, wie man damals so war, dachte ich, aha, ich habe den Leuten so gefallen. In Wirklichkeit haben die sich totgelacht über mich und haben sich gedacht, ach, die nehmen wir mal, weil die ist ganz komisch. Aber wirklich ernst genommen hat mich keiner. Aber es wurde dann eigentlich noch viel schlimmer, weil meine Eltern, die wollten ja nicht, dass ich zum Theater ging. Und dann fuhr ich eines Tages nach Linz, um dort vorzusprechen. Da war eine sogenannte Vakanz frei. Und was ich dem auch vorsprach, der brach immer gleich ab und sagte, haben Sie nicht was anderes? Und als ich dann fertig war und immer ängstlicher wurde, sagte er dann, wissen Sie, ich habe also schon viele kommen und gehen sehen in meiner langen Laufbahn als Theaterdirektor. Ihnen kann ich verbindlich sagen, aus Ihnen wird nie etwas. Hat er sich getäuscht. Gibt es den noch? Nein, er ist tot inzwischen. Gut. Ich sollte an und für sich Pfarrer werden von zu Hause aus, also gar nichts mit der Kunst zu tun haben. Du lachst, das ist ja kein Witz. Pfarrer ist auch eine Kunst, ne? Ja, und ich muss dir etwas sagen, vermittelt den Menschen ja auch Dinge, was im Geschäft, im Showgeschäft auch getan wird. Absolut. Er sagt den Menschen Dinge, die unter die Haut gehen, und das kann auch ein Schauspieler, kann auch so wirken, wie ein religiöser Mensch wirkt, ja, wenn er etwas da mit zu tun hat. Ich weiß noch, ich war im Mainzer Dom immer zu Gast, da war ich 5,5 Jahre alt. Ich bin aber in den Dom immer nur gegangen, weil ich gedacht habe, die Beistühle, das wäre ein Kasperltheater. Da waren die Vorhänge. Nein, ich hab also immer gedacht, das geht jetzt auf und da gibt's eine, kommt ja, Kasperle, tralala, tralala. Und eines Tages war ich wieder im Mainzer Dom gewesen, vergesse ich nie, der Beistuhl war zu und ging nicht auf. Und da habe ich gedacht, man muss doch mal gucken, was da los ist. Hast du gedacht, hat ja keine Vorstellung. Ja, ich habe also diesen Vorhang aufgemacht und das saß wirklich nie in meinem Leben. Es saß ein Pfarrer mit einer lila Stola im Beichtstuhl und betete sein Brevier. Und ich war so erschrocken, wie ich den sah. Ich bin auf die Knie gefallen vor dem Beichtstuhl und habe geschrien, lieb Herrgottchen, tu mir nix. Lieb Herrgottchen, tu mir nix. Und dann habe ich die Schweizer Garde, habe mich dann zu Hause gefragt von meinen Eltern. Und da hat man dann gesagt, na ja, der ist so religiös, der soll mal Pfarrer werden. Das ist eine Erschrockung, weil liebes Publikum, tu mir nix. Liebes Publikum. Du bist nur erschrocken, weil du noch nie so einen großen Kasper gesehen hast. Jetzt zu dir nochmal, Pitt. Ja. Ich habe ein bisschen Bocksprünge gemacht ins Jahr 1976, ich habe gekramt, deinen ersten Auftritt, den du bei mir im Blauen Bock gehabt hast. Erinnerst du dich überhaupt ja, daran? Ja. Der war in Rüdesheim. Es war so heiß, ich werde es nicht vergessen. 60 Grad hat der Studio. Es war so unendlich heiß und die Leute natürlich dann ihren Applewein getrunken und dann... War Sommer? Ja, es war Sommer und es war eine ganz niedrige Halle. Es war so, dass ein paar Leute sind umgefallen, die mussten also rausgetragen werden. Es war also irrsinnig, aber ich erinnere mich. Aber es war wegen der Hitze, nicht, dass du sagst, wegen meiner Konferenz. Ich bin froh, wenn die Leute reinkommen. Jetzt pass auf, ich habe ein bisschen so bei meinen Videobändern gekramt. Ja. Und habe diesen Ausschnitt auch gefunden, das war damals, heute ist hier ein Platz für Tiere, wollten wir machen. Und zwar gibt es ja in der Oper, im Schauspiel, Tiere. Den Ochs von Lerchenau, Rosenkavalier, den Frosch, den du ja sehr oft gespielt hast, in der Fledermaus. Dann gibt es also den sterbenden Schwan, das hat die Irene Mann gemacht. Und dann gibt es noch den Wurm, Sekretär Wurm aus Kabale und Liebe. Und da haben wir so ein Liedchen gemacht draus. Und jetzt gucken wir uns das. Ich habe die Videokassette da. Und wann ist das, hast du? Was? 76 war das. 76. Mein Gott, 76. Ich leg's mal auf. Das sollen wir leider sehen. Mal. Wir sind uns alle so wieder. Heute ist hier ein Platz für Tiere aus der bunten Bühnenwelt.
Die zwar namentlich sehr tierisch, jedoch menschlich respektierisch, von uns gerne dargestellt. Ein Frosch, ein sehr bekannter, der aus der Fledermaus, verdankt ist das nicht komisch, sein Dasein einem Strauß. Das tat sogar der Ochsteich, der heut beim Bockpartier, so trifft man ihn gewöhnlich im roten Kavalier. Heut ist hier ein Platz für Tiere aus der bunten Bühnenwelt, die zwar namentlich sehr tierisch, jedoch menschlich respektiert. Tierisch, von uns gerne dargestellt. Ein Schwan, der meistens sterbend, dem Publikum bekannt, von Prima Ballerinen erlangt er allerhand. Bleibt noch ein Wurm zu nennen, bei Schiller Sekretär, er hält nichts von der Liebe, Kabale liegt ihm mehr. Heut ist hier ein Platz für Tiere aus der bunten Bühnenwelt, die zwar namentlich sehr tierisch, jedoch menschlich respektierlich, von uns gerne dargestellt. Heut ist hier ein Platz für Tiere aus der bunten Bühnenwelt, die zwar namentlich sehr tierisch, jedoch menschlich respektierlich, von uns gerne dargestellt. Ja, ja. Und ich muss dazu sagen, also das war, glaube ich, das erste Mal, dass du mit Kammersänger Kurt Böhme das ist richtig, ja. im Duett gesungen hast. Ja. Als allererste Mal. Wie oft hast du einen Frosch gesungen? Das zweite Mal, das erste und das letzte Mal. Oh nein, ja, wie gesagt, wie oft hast du einen Frosch gesungen in der Fledermaus? Ungefähr 600 Mal. Du hast mal einen schönen Satz gesagt, die Sänger bemühen sich zwei Akte lang, singen sich die Stimme aus dem Hals. Ja, mit dem schönen Spruch, was haben Sie für eine schöne rote Krawatte? Das ist aber Graf, das sind meine Stimmbänder. Ja. So sehen die dann aus, die Jungs. Ja. Und dann kommt der Frosch und räumt unheimlich ab. Ja. Das wäre eine Traumrolle. Ich glaube aber, das Improvisieren, das ist nicht allein so, dass vom Text her, der von zu Hause aus kommt, so ein Improvisieren wird, die Texte liegen schon fest, nur im Laufe der Jahre hat sich diese Rolle unendlich vergrößert. Mhm. Wenn man das Original sieht, dann hat er 5, 6, 7 Sätze mehr nicht. Und das haben sich die Komiker irgendwann nicht mehr bieten lassen und haben immer ein bisschen was dazu gemacht. Und so ist es eine Riesenrolle geworden. Ich bin froh, dass du ihn so oft gespielt hast, genau wie den Doolittle und ja. Großer. So haben wir uns kennengelernt. Ja. Nein, doch. Doch, ja. Und nein, wir kannten uns vorher schon. Ja, aber da haben wir das erste Mal zusammen gespielt. Das stimmt, ja. Der Witz ist nämlich, ich habe mit seinem Vater gespielt, da habe ich die Minna gespielt und der Bum spielte den Wirt. Und eines Tages spielt sein Sohn meinen Vater, nämlich den Doolittle in Fairleigh. Das ist doch schön. Das hat Spaß gemacht, ja. Gibt es bei den Musical-Rollen eine Anna Tefka, hast du auch gespielt? Anna Tefka habe ich auch gespielt. Ja, der Doolittle ist natürlich schon eine Traumrolle. Es sind zwei Weltklasse-Songs drin und herrliche Texte. Also kräftigen Schlag hat er, kann ich mich erinnern. Oh, Verzeihung. Ja, der geht doch ab und haut ihr noch kräftig seine Tochter einen auf den Hintern. Ja, den habe ich gespürt. Aber bleibt mal in Erinnerung. Manchmal ruft meine Redakteurin an und sagt, würden Sie gerne mit dem Schenk ein Duett machen? Sagen die Leute, ja, was will der denn machen? Da weiß ich es noch nicht, da weiß sie es noch nicht. Ja, macht was Hübsches mit ihm, kommen Sie mal. Und dann zugesagt, und jetzt was macht man? Das überlegt man sich im stillen Kämmerlein, fällt dir was ein, was du da bringen kannst? Und da bot sich damals an, einen musikalischen Sketch zu machen. Und dieser Sketch also sollte darum gehen, mit Verwechslung. Es ist ja immer gut, wenn etwas verwechselt wird. Haben wir gedacht, also wenn so eine Schauspielprüfung wäre, eine Schauspielschule, und da habe ich einen Text geschrieben. Und das haben wir da. Wollen wir es uns mal ansehen? Ich drück mal gerne drauf. Moment, mal schauen. Na, funktioniert. Jetzt kommt's gleich. Guten Tag, bin ich hier richtig? Das ist eigentlich nicht wichtig. Wichtig ist nur Ihr Begehr. Sie wollten Theater spielen, um Erfolge zu erzielen. Darum kamen Sie hierher.
Nun, ich wollte... Ruhig sprechen und mich auch nicht unterbrechen. Atmen Sie mal tüchtig aus, Ihre Atmung ist nicht gründlich. Vielleicht liegt's, ich bin empfindlich, an den Treppen hier im Haus. Ich bin heute hergekommen. Was Sie sagen, klingt verschwommen, aber seien Sie nicht betrübt. Sprechtechnik, die kann man lernen, sehen stumm, staunen zu Sternen, wenn man sich nur Mühe gibt. Ich dachte mir, den Hamlet spielen, Sie sind einer von den vielen. Oder soll's Othello sein? Nein, ich möchte. Das wollen alle, doch Ihr Alter, in dem Falle bin ich mehr für Wallenstein. Bitte haben Sie Verständnis. Aber ja, dank der Erkenntnis, vorm Erfolg, da kommt der Schweiß. Doch ich hab nur das Bestreben. Stimme müssen Sie mir geben. Nein, Sie sprechen viel zu leis. Wie steht es mit Tanzen, Singen? Sowas muss man heute bringen. Gut, wir üben auch Ballett. Pantomime ist noch besser. Sie sind doch kein starker Esser, denn sonst werden Sie zu fett. Wie soll ich es nur erklären? Ich werde Sie schon alles lehren, nur geduldig muss man sein. Aber ich... Sie sind zu hektisch, außerdem zu dialektisch. Hochdeutsch klingt das schön und rein. Sie sehen selbst nach ein paar Stunden ganz genau wie alle Kunden. Ihre Stimme klingt gepflegt. Nein! Ich weiß, das Lampenfieber hat bei jedem sich, mein Lieber, mit der Zeit auch mal gelegt. Ich geb's auf. Ich muss doch bitten, das sind keine schönen Sitten. Aller Anfang, der ist schwer. Wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Das kommt jedermann zustatten. Darum kam ich ja hierher, um den Strom hier abzulesen. Wie bitte? Und meine Späß? Werden Sie wohl niemals sehen. Statt dem Zahler? Nur der Zähler. Das war leider hier Ihr Fehler. Nichts für ungut, Dankeschön. Na, ja, das war's. Auf Wiedersehen. Ganz ja. Sehr gut, ja. Ich glaube, eine schöne Erinnerung, ja, wenn man so wieder sieht, ja, nach einer gewissen Zeit. Das Lampenfieber wurde angesprochen. Haben Sie vielleicht Lampenfieber? Wie sieht es denn mit Lampenfieber aus, lieber Hans? Da kannte ich einen, da haben wir gerade vorhin darüber gesprochen, den Werner Kraut. Der Werner Kraut musste Regisseur werden, weil er also sowas dachte, da klapperten die Zähne wirklich vom Auge. Ja, das gibt's doch. Das machte die anderen natürlich auch nervös. Ja, und wir spielten ja auch dann Abstecher immer in Winterthur von Zürich, wo wir angefangen haben, waren wir beide Anfänger, 1900, darf man gar nicht sagen, 38. Und da spielten wir also in Winterthur und Schaffhausen zu Gast. Und Ödipus mit Karl Barüller und Giese und Horowitz und so. Und wir jungen Leute spielten die Chorleute, nicht? Und da musste man sich auf die Bühne. Bühne war so, dass es ein richtiges Brett war und hoch, die alte Bühne in Winterthur. Und der Erste guckte also darauf. Man musste sich verteilen. Wir hatten so schöne, lange, braune Kutten an. Und während des Spiels jetzt ja doch etwas langweilig, da guckt man so und sehe ich plötzlich den Werner, wie das immer so zuckt. Und dann, um Gott, jetzt bricht er zusammen. Und immer so, dann gucke ich runter, sehe ich ihm eine Hand, die an der Kutte zieht. Dann guckte der Werner runter, sagt er in der ersten Reihe, sagt er, Entschuldigung, Sie kennen Sie nicht ein bisschen an den das dem Werner. Ja. War vollkommen weg. Oh ja, ich finde sogar, es wird mit den Jahren immer schlimmer. Ja? Aber das Schönste war, was ich gehört habe, mit Zittern. Es gibt doch viele Leute, denen zittern die Hände oder es fällt ihnen der Pinsel beim Schminken aus der Hand. Und die Grete Weiser, die doch eine ungeheuer versierte Frau war und so, die ich übrigens sehr geliebt habe, die hat mir mal erzählt, für sie wäre das Schlimmste gewesen, wenn sie eine Premiere hatte und stehen musste, weil dann wären ihre Knie so gegangen. So. Ja. Die hätte sich immer am liebsten irgendwo hingesetzt, sodass man die Knie nicht gesehen hat. Die war bei mir im blauen Bock. Vergesse ich nie, hat eine Chanson gesungen, der erste Lack ist ab, hinreißend gut gesungen. Ja. Da kam sie kurz vor ihrem Auftritt in der Sendung zu mir, hinter den Kulissen, eiskalte Hände. Herr Schenk, fühlen Sie mal meine Hände, fühlen Sie mal, so ging. Da habe ich gesagt, Frau Weiser, Sie haben das doch nicht nötig. Ist nur eine, ja, so, das hat damit nein, damit sagte, nicht zu tun. Hinterher fiel das ab. Nach ihrem Auftritt
vollkommen verwandelter Mensch. An dem Abend, sie spielte damals eine russische Gräfin, hat sie uns in russische Dialekt, also nur russische Witze, die ganze Nacht erzählt, war so begeistert. Morgens hat sie nur angerufen gehabt, sie wollten eine zweite Bettdecke in ihrem Zimmer. Es muss, also kalte Jahreszeit, wäre es wahnsinnig kalt und so weiter. Aber die kalten Hände kamen nicht, also von... Du musst es ja selber gesehen haben in deiner Sendung. Du hast also einen Haufen irrsinnig berühmter Kollegen, und die, ich weiß nicht, was alles schon gespielt haben, an großen Häusern und Fernsehen gemacht haben und Live-Sendungen gemacht haben. Und trotzdem dieser Tick vorher vor diesen relativ kleinen Auftritten, doch letztlich, sie sind so. Ich habe es bei Opernsänger erlebt. Ich habe so Opernsänger mir gegenüber sitzen gehabt. Großartige Namen. Wenn ich mit denen gesprochen habe, hat er Backen. Gezittert. Ja, irgendwas zittert. Ja. Also bei mir legt sich das alles auf den Magen. Ja. Komischerweise. Also ich habe den Magen noch nie bei dir zittert. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in dem Moment, wo der Vorhang aufgeht, ist gut. Ja, das ist das Schlimmste. Ja. Also das Schlimmste aber für mich ist, die 14 ja Tage vorher, ja. Die 14 Tage vorher, also da büße ich alle meine Sünden ab. Und da sind zum Beispiel solche Rollen wie der Frosch, verstehst du, wenn du da Premiere hast, bevor ich das läuft. Die anderen haben es alle schon hinter sich. 2 Stunden, 2,5 Stunden, das sind ja auch 2 Pausen, das ist ja ein elendlanges Stück. Und dann erst dran, das ist tödlich. Ja, ja. Ich habe du also warten, bis die anderen Kollegen arbeiten, schon. Ganz furchtbar. Das ist aber es ist dann so, andererseits, dass man, also wenn man rausgeht oder wenn der Vorhang aufgeht und man sofort einsteigt. Wunderbar. Das ist wunderbar. Das dann dauert das also je nach der Sicherheit und wie es läuft, dann hat man das aber los. Aber dann kommst du schnell rein. Wie war es denn mit Pannen? Ist euch mal was passiert, an das ihr mit Schrecken zurückdenkt? Das war mein erstes, als ich meine Funkprüfung machte. Da habe ich gleich eine. Für den Hörfunk? Und jetzt meinst du eine Morseprüfung? Nein, im Radio, also die Radiosprechprüfung. Ja. Gab es damit, weiß ich, gibt es das heute noch? Ja, also ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt so Vorsprechen und so weiter, wo also mehrere Leute da sitzen und geben Acht, was du gesagt hast. Ja, das ist also hinter der Scheibe. Ich kam in das Studio rein, in Köln war das. Und kein Schimmer, von nichts. Keine Ahnung, aber davon eine Menge, weißt du? Ja. Und dann kam da rein und sah da einen Pult stehen und das, da wusste ich also gar nicht, was ich mitmachen. Sagte dem Herrn, kann ich das ein bisschen wegräumen? Und weißt du, wie das in diesen Hörspielstudios ist? Da steht eine Tür und da ist das, die der Kies, Treppen und Kies und Sand und alles. Und ich räumte, die sagten, ja bitte, machen Sie, was Sie wollen. Und ich räumte also das Mikro, das Pult weg, räumte Stühle beiseite. Ich hatte also Platz im Studio. Und dann fing ich da hinten in der Ecke an und zwar sprach ich den Puck vor. Hey Geist, wo geht die Reise hin? Aber nicht vor dem Mikrofon, sondern ich sauste durch das Studio, machte mein Kobolz und wie im Theater. Und die haben nichts unter dem Mikrofon hätte. Mehr nicht. War schon viel. Das war schon viel, ja. Und wir müssen also hinter der Scheibe zusammengebrochen sein. Und lachend dann gesagt, das reicht, vielen Dank. Aber ich hatte 14 Tage später meinen ersten Schulfunk. Also Humor hatten sie. Apropos Schulfunk. Grauenvoll bist du. Da kenne ich eine süße Geschichte, die gefällt mir sehr. Und zwar hat die mein erster Mann erlebt, der Dieter Haug. Der war noch Schauspieler damals, junger Schauspieler, führte noch nicht Regie und machte, wie wir alle, eben auch Schulfunk. Und Schulfunk ist ja meistens morgens. Und die hatten wohl irgendwie eine feuchtfröhliche Nacht hinter sich. Und er war noch nicht so ganz klar wieder. Und geht also morgens ins Studio und hat eine Musiksendung zu moderieren. Und das war ja immer so zum Mitschreiben, also mit Wiederholen. Und er sagt, also, liebe Kinder, ihr hört jetzt die 2 Themen aus dem 4. Satz der 8. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Morgens sehr schwer. Ich wiederhole noch einmal zum Mitschreiben. Ihr hört jetzt die 2 Themen aus dem 4. Satz der 8. Sinfonie von Ludwig dem 16. Das ist ja auch irgendwie schön. Beim Funk kriegt man es ja mit, aber auf der Bühne sind Versprecher manchmal so, dass man gar nicht weiß. Und da muss man sich verbessern. Das kann man gar nicht. Da weiß man ja darauf hin. Weil die Leute ja sagen, der hat es doch nie gesagt. Zum Beispiel Jenny und der Herr Frack hat der Dings einmal gesagt, Kriminalkommissar. Ja, das ist kein Mensch aufgewandt. Wir haben uns alle gebogen vor Lachen. Weil der sagt, Kriminalkommissar. Ich stelle hier vorher Kriminalkommissar. Aber es gibt einen ganz berühmten Versprecher und da war nichts mehr zu retten. Und zwar war das eine Nachmittagsaufführung von Minna von Barnhelm. Ich weiß nicht genau, also jedenfalls der Karl-Ludwig Diehl spielte den Telheim und tritt auf als Telheim und hat zu sagen, meine Minna.
was ja auch ganz wichtig ist, was für die Treue dieser beiden Liebenden spricht, und tritt auf. Und das war alles an Schauspielerkollegen unten, auch Fehling saß unten, und tritt auf, macht die Arme auseinander und sagt, meine Johanna. Danke. Schön. Das ist mit nichts mehr zu retten. Das ist zu doll. Dann ist passiert. Das steht im Raum. Man darf man nicht verwechseln. Wir hätten nur noch sagen können, Entschuldigung, ist das nicht die Jungfrau von euch? Ja. Da hätte ich ja zu der Johanna was sagen können. Also ich habe eine Panne im Blauen Bock erlebt. Du schreibst ja auch viel Kinderbücher. Jugendbücher. Und ich hatte einmal einen Kinderbuchautor, Gottfried Preußler, bei mir. Der hat die kleine Hexe geschrieben, Räuber Hotzenplotz und so weiter. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Und er kam auch, und ich begrüßte und sagte, wissen Sie, wir sitzen dann am Tisch hier, da liegen Ihre Bücher, wir sprechen ein bisschen drüber. Es war, ich weiß nicht, ob es eine Weihnachtssendung war, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, die Sendung lief, die Sängerin sang, und plötzlich merkte ich, wie alles im Studio rumlief, ganz aufgeregt. Ich sage, was ist los? Ja, der Preußler ist nicht da. Und rannte alles rum und suchte den, wusste aber keiner, wie er aussieht. Die haben den alle nur gesucht, wusste keine. Frau Möhr lief rum, alle haben gesucht. Und habe ich gesagt, zieht die nächste Nummer vor, das waren die Rosi Singers, vergesse ich nie. Die Dekoration war so aufgeregt, die rannten mit den Dingen in den Rundhorizonten, die Kulissen rein, blieben hängen. Also ich musste auf den Platz, gehe auf den Platz und mache ein Interview mit jemand, der nicht da ist. Ich saß also so lange seine Bücher und sagte, er ist ein Kinderbuchautor, habe also über seine Meriten und was er alles geschrieben hat, erzählt. 2,5 Minuten lang, und dann wusste ich nicht mehr weiter, es musste auch weitergehen. 2,5 Minuten ist lang. Ja, das ist eine lange Zeit, es gab kein Mensch, der mal um die Uhr schaut. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, wo er ist, vielleicht ist er uns verloren gegangen, vielleicht aber, liebe Kinder, wenn ihr jetzt zuschaut, ist er im Märchenwald und sucht neue Märchen. Da ruft es von ganz hinten im Blauen Bock. Da war es dunkel, da war nicht ausgelöscht. Eine Hand, hier bin ich. Ich habe mich zu meiner Frau gesetzt, damit sie nicht so allein ist. Danke. Moment, jetzt kommt aber die Pointe. Ich gehe also zurück. Gehe von vorbei, neben Bürgermeister saß Hans-Otto Grünefeld, unser Programmdirektor. Gehe an dem vorbei, sag Hans-Otto, hast du das gesehen? Hast du das eben miterlebt? Was da? Da sagt er, ich habe gedacht, das war so prima, das ist gewollt. Habt ihr das nicht abgesprochen? Ja. So kann man es kommt machen. Ganz anders an, als man denkt. Pannen sind was Schlimmes. Ja, aber sie gehören mit dazu. Ich glaube, unser Beruf ohne Pannen, ohne Mal. Warum soll man keine Versprecher haben? Wir sind doch keine Roboter. Ja, wir sind doch keine mit Lochkarten gespickt, wo wir jetzt sagen... Aber du weißt selbst, dass es gerade in Deutschland... meine Nachrichtensprecher, der sich verspricht, ist schnell draußen, ne? Wenn er das ein paar Mal macht. Wenn du das, wenn du das in England oder Frankreich oder Amerika siehst, die versprechen sich mal gerade, weil es menschlich ist. Ja. Ich muss aber sagen, Politiker versprechen so viel. Versprechen sich so viel, nicht versprechen. Ja. Ich meine, das kann man doch nicht zugrunde legen, wir sind doch alle nur Menschen. Richtig. Ich glaube, wir haben früher, das ist jetzt ein Geheimnis, was ich verrate, ganz am Anfang beim Rundfunk, wo ich auch mit dabei war, direkt nach dem Krieg, wenn wir also Bandaufnahmen gemacht haben, bewusst mal einen Versprecher reingemacht, damit die Leute das Gefühl bekommen haben, an dem Mikrofon sitzt ein Mensch und keine Maschine, die perfekt ist und so weiter. Ich meine, das gehört mit dazu. Aber du meintest ja, glaube ich, mit Pannen nicht so sehr die Versprecher, sondern mehr so richtige, was passiert. Ja, beim Rundfunk hatte vor Jahren, etlichen Jahren, war ein Kollege Hillinger. Und der Hillinger hatte die Gewohnheit, das Manuskript, und wenn es auch 60 Seiten hatte, so in die Hand zu nehmen, wie auf einem Pult, aber locker. Und er sprach, und eines Tages fiel ihm bei Live, natürlich damals, das ganze Manuskript runter, und es flatterte dahin. Du sahst acht Kollegen, die am Boden und die Seiten, und jeder drückte ihm die laufende Seite in die Hand, so ging das dann weiter. Ich habe in Frankfurt der Wecker, also wenn Lia Wöhr hat mit mir immer ein Sketch gespielt, meine hochverehrte Frau Wirtin, vielleicht schaue ich jetzt zu, die hat also als Putzfrau Hippenstiel, haben wir Sketche gespielt. Ja. Mit Hellhoff hat sie das gespielt im Studio, mit mir bei öffentlichen Veranstaltungen in Petersberg, bei Fulda, vergesse ich nie, haben wir einen neuen Sketch geschrieben. Klar, 3 Tage vorher geschrieben, nicht geprobt. Und da sagt sie, klebt den Text in die Zeitung rein. Ich saß auf einer Bank und hatte also die Zeitung in der Hand, sie saß nebendran und konnte dann schön mitlesen. Und in der Spielastik
war ich sowas von happy. Es lief alles so gut, hab die Zeitung zugeklappt. Das Gesicht von ihr vergesse ich in meinem ganzen Leben. In einer Live-Sendung. Aber sie hat es schon geschafft. Vielleicht ist es, dass man die Live-Sendungen hatten auch einen Vorteil. Also ja. Im Fernsehen. Ich habe eine gemacht. Es war angespannt. Ja, eine ungeheure Konzentration. Allerdings leider, dass du zum Beispiel eine Liebesszene spielst. Unten kam ein Kabelmann und macht er die Kabel. Oder, ja. Entschuldigung, zu der Zeit, wo man noch nicht schneiden konnte mit der Matz. Ja. Und die also unten die Hose für den nächsten Auftritt schon umgezogen wurde und so. Ja, ja. Also, mir ist eine schöne Geschichte passiert. Ich habe bei Milovic, mit Milovic in Köln eine Live-Sendung gemacht. Ja. Und ich spielte also einen Gerichtsvollzieher und die Szene ging jedenfalls so aus. Er jagte mich um den Tisch rum, nahm dann eine präparierte Flasche, also eine Zuckergussflasche, und schlug sie mir auf den Kopf. Traf mich aber so ungünstig, dass also hier oben was aufplatzte und das Blut runterlief. Kann passieren, gut, Live-Sendung. Und dann bin nach der Sendung mich zu ihm gegangen und hat gesagt, also hör mal zu, Willi, musste das sein? Und er sagt, aber willst du dann? Hier wird noch richtiges Theater gespielt. Er weiß ja gar nicht, wenn er das erste Mal bei mir war, das weiß ich aber genau. Am 11. Dezember 1976 in Erbach im Odenwald war er im Blauen Bock. Weißt du, woher ich das Datum so gut weiß? Ja. Das war mein Geburtstag. Also, wir haben hinterher schön gefeiert und das war... Nestroy-Jahr. Nestroy ist geboren am 7. Dezember 1801, 175. der Geburtstag. Und da hatten wir so Nestroy aus dem Talisman und so weiter ein bisschen gemacht. Wollen wir es nochmal ansehen? Ja, ich kenne das. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, wunderschön. Wir sind die Problems von Nestroy. Premiere. Einer ins Zimmer, man fragt, was er will. Ich bitte um Unterstützung, ich hab Unglück, Kopfweh. Such Beschäftigung, doch's ist alles besetzt überall. Ich bin kränklich, war jetzt erst 10 Wochen im Spital. Aber stinkt der verbrannt mir schon in aller Frühe. Na, da hab ich ja genug, na, da hab ich ja genug, na, da hab ich ja genug, na, da hab ich ja genug. Ich geh zum Theater, hab mir einer gesagt, aus was wenn's das erste Mal spielen, hab ich gefragt. Na, ich spiel gleich den Hamlet, denn ich bin ein Genie, geb dann den Don Carlos als zweites Debüt. So wie mich haben sie keinen an der Burg, war keine Spur. Na, da hab ich ja genug, na, da hab ich ja genug, na, da hab ich ja genug, na, da hab ich ja genug. Konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, du. Ja, ich muss sagen, das ist eine begabte Runde hier, ne? Ja. Was? Wir singen alle. Nein, das war damals, wenn man dir überlegt hat, was Nestroy geschrieben hat, vor so langer Zeit, das sind ja Originaltexte gewesen, die er geschrieben hat, die Couplets. Aktuell ist, ne? Kann man immer noch. Ja, gehe ich zum Theater, da habe ich schon genug. Also unser Gespräch ein bisschen angedeutet. Nestroy hat ja sehr viel mit dem Staat zu tun gehabt, mit der Polizei. Er hat einmal die Wiener sehr beleidigt, die Wiener Bäcker. Er hat sich an ein Kostüm, hat er sich Brötchen nähen lassen, weil die so klein waren, als Knöpfe. Und die Wiener Bäcker haben ihn angezeigt. Das ist eine Anekdote, die sie überliefert haben, ihn angezeigt. Und er hat mehrere Tage Arrest bekommen. Und wie er wieder zurückkam aus dem Arrest und das erste Mal auf der Bühne gestanden hat, ganz Wien natürlich darauf gewartet, was wird er machen? Und da hat sein Partner zu ihm gesagt, ja, wie war's denn im Gefängnis? Ach, sagte er, es ging so, die Tochter vom Kerkermeister, die hat mich leiden können, die hat mir immer durchs Schlüsselloch ein Brötchen in die Zelle gesteckt. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Dass es so etwas gibt. Ich hab eines der schönsten Erinnerungen im Zusammenhang mit Nestroy, weil ich habe mit dem Hans Moser, mit dem ich sehr befreundet war, nur ein einziges Mal auf der Bühne gestanden, er war schon 83, in einer Festwochenaufführung in der Josefstadt in Wien, und zwar Höllenangst. Und er hat sich ja immer etwas dazu gemacht, aber es ist natürlich so, dass selbst Nestroy-Forscher nicht kannten, dass das nicht Nestroy war. Das war er ja ganz klug und konnte das auch. Und in diesem Stück werden sie dann vom Teufel besessen und beschließen, nach Rom zu pilgern, nicht? Und in der Szene kommen wir da mit Pilgerhüten und Pilgerstimmen. Und der Hans war ja um einiges kleiner wie ich.
Und dann sagt er, ja, küsst es, er sagt, du, da ist ein Gasthaus, da riecht der Gulasch, nicht? Und der andere kommt, sagt er, mach mal Pause. Sag ich, nein, Vater, wir müssen weiter. Na, wie kommen denn nach Rom? Sagt er, schau, wir kommen an die italienische Grenze und da kommen uns die Abruzzen entgegen. Da hat er sich eingebaut, die sind aber friedlich, weil er sie mit einem Volksstamm verwechselt hat. War immer ein Lacher. Aber wie das so mit Pointen ist, dann ist es unterschiedlich. Und eines Abends kam dieselbe Stelle. Ich sag, Vater, wir kommen an die italienische Grenze und da kommen uns die Abruzzen entgegen. Sagt, die sind aber friedlich, war kein Applaus, sagt er ganz laut, das lasse ich morgen weg. Ja, also es gibt ja Pointen, die sich ein bisschen abnutzen. Also mit der Zeit, wo man meint, es sind Lacher. Sichere Pointen. Sogenannte Todsicherung. Die kommen aber wieder. Die Erfahrung habe ich gemacht. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass mal ein Lacher wegbleibt. Ja. Und dann muss man das durchhalten und dann irgendwann kommt der Lacher wieder. Zur Vorstellung, so wenn Föhn ist, dann bleibt so manches weg. Ihr habt mit so vielen großartigen Kollegen zu tun gehabt. Wir haben gerade Hans Moser erwähnt. An wen erinnerst du dich besonders gern? Ja, ich habe also auch das große Glück gehabt, mit sehr vielen sehr großen Kollegen zu spielen. Einer, an den ich mich wahnsinnig gerne erinnere, ist Martin Held, weil wir zusammen immer sehr viel Unsinn gemacht haben und sehr viel Quatsch gemacht haben. Soll ich da mal eine Geschichte erzählen? Ja, bitte darum. Und zwar, ich meine, ohne dass das Publikum das gemerkt hat, wir spielten zusammen Hamlet. Er spielte den König und ich die Ophelia, Regie hatte Kortner und das Ganze war in Berlin am Schillertheater. Und der König hatte, da war so ein Bild, bevor die Ophelia wahnsinnig wird, da blieb er vor mir stehen und ich musste in einem tiefen Hofknicks versinken und durfte erst wieder aufstehen, hochkommen, wenn er weiterging. Und um mich zu ärgern, blieb er immer ein bisschen länger vor mir stehen, weil er wollte, dass ich umfalle. Und eines Tages habe ich mir gedacht, nun räche ich mich. Und zwar in der Wahnsinnsszene, wenn ich diese Blumensträußchen verteile, hatte ich, das war von langer Hand vorbereitet, habe ich ihm das für ihn bestimmte Blumensträußchen immer was reingetan. Ein Gummibärchen oder eine Salzstange oder irgend, oder ein Bonbon, sowas. Ja. Und er war also daran gewöhnt, dass er immer in der Wahnsinnsszene in seinem Sträußchen etwas fand. Und eines Tages habe ich nichts reingetan in dieses Sträußchen und habe unten das Sträußchen mit Mastix beschmiert. Mastix, das brauche ich euch nicht zu sagen, klebt hier. Und jetzt passierte Folgendes, er sah also, guckte so, was ist denn heute in dem Sträußchen drin, sieht, es ist nichts drin und ich hielt es nicht unten, sondern oben natürlich vorsichtig und halte es ihm so hin und um mir zu demonstrieren, dass er das nicht gut findet, dass kein Gummibärchen drin ist, riss er es mir so weg. Und dann habe ich erst mal gar nicht mehr hingeguckt und ging dann ab und bevor ich abging, alles im Wahnsinn, ja, drehte ich mich noch einmal um und da stand der so da und ich machte ja, das ist ja schön, wenn man das da gerade machen kann. So ab. Aber er hat noch in dem Bild mit dem Laertes, das ist 3-4 Bilder später, ja, saß er auf der Bank. Das klingt ja unheimlich, das Zeug. So hat mir ein Kollege mal auf eine Bank Mastix geschmiert, auf so eine kleine Sitzbank. Und ich musste da auf dieser Bank eine halbe Stunde sitzen. Und dann ging ich ab mit der Bank an der Hose. Haben wir in einem kleinen Sündenfall, war ein Stück eines Schweizers, und da war der Menne Valentin in Zürich, und der freute sich immer, dass er bei dem Stück schon, bei dieser ganzen Gerichtsverhandlung, die war, spielt im Mittelalter mit so alten Schnabelschuhen und so, schon früher abgehen konnte. Hatte originellerweise ein Bein in einen Schaft, das zugefroren war, spielte wieder. Und er sagte immer, Kinder, ihr müsst noch draußen bleiben und ich gehe schon in die Garderobe, nicht und so. Da haben sie ihm, nachdem das Terrain so hoch ging, einmal hinten den Schnabelschuh angebohrt. Und der ging ab und konnte nicht mehr weiter. Und musste die ganze Szene da draußen, während der Szene sagte immer zu lange, ja, Hunde. Und mein Essen wird kalt zu Hause. Ja. Wenn man sich an Kollegen erinnert, ich meine, es gibt ja auch Kollegen, ich habe schon mal gesagt, die nie von Hoffmannsthal den Schwierigen gespielt haben, aber trotzdem schwierig sind. Ja. Gibt es da auch etwas, man spricht nicht gerne drüber, aber ich meine, wenn wir uns so unterhalten, gibt es auch einen, wo man sagen kann, der ein bisschen schwerer war wie die anderen. Also ich meine, jetzt nicht vom Gewicht. Schwieriger, ja. Schwieriger. Dem zeigt man dann irgendwann mal was oder macht mal was mit ihm. So habe ich meinem Kollegen, der
furchtbar arrogant und auch gar nicht so sehr gut war und aber eine Riesennummer immer machte. Und der hatte in einer Szene ein Schwert zu ziehen. Und er war nicht sehr beliebt im ganzen Haus nicht. Und der Waffenmeister hat also meinen Vorschlag sofort aufgegriffen. Und da haben wir ihm das Schwert also abgesägt und haben dann einen Fahrradschlauch dran gemacht. Schwert zog, machte es. Ist dann mal weggegangen von diesem Theater. Ja. Aber das, so kann man es schon machen. Ja, ich meine, natürlich, wir haben uns über Tourneen unterhalten. Es nutzt sich natürlich die Kollegialität etwas auf Tourneen ab. Je länger man zusammen ist, das muss ich nicht sagen. Das habe ich anders erlebt. Es ist immer, Entschuldigung, ich habe also nun sehr oft Tourneen gemacht und die letzte dauerte genau 180 Vorstellungen. Wir waren 4 Personen, fuhren in einem Privatwagen miteinander, oder also in einem kleinen Bus. Und ja, wir waren traurig, als wir auseinandergingen. Ja, und wir haben ein Treffen veranstaltet. Ich habe sehr viele Tourneen, seit ich also freischaffend, wie das so schön heißt, bin, habe ich gemacht. Es ist natürlich ein Glücksfall. Ja. Das müssen die richtigen Leute zusammen. Aber es ist eigentlich so, dass es auf Tourneen gibt es den Dienst, wie ich so schön sage, der korrekt ablaufen muss. Also dass es zum Beispiel auch zum Dienst gehört, auch dass die Kollegen nicht also im Bus sitzen und der schlafen noch im Bett. Ja. Oder über abends so vorstellen. Das, aber sonst ist jeder frei. Disziplin. Ja, das kann jeder, jeder tun und machen und das, da ist eigentlich also ich habe das ähnlich erlebt und bewerten das also dann so, dass wir, ich meine, gut ist, die Busfahrten, wissen wir ja alle, sind anstrengend. Also anstrengend und auch sehr lang. Und um nicht da so pausenlos irgendwo mittags essen zu gehen oder was, haben wir das so gemacht, dass wir umschichtig immer 2 sich zusammengetan haben, haben dem Bus ein Buffet gemacht. Schöne Idee. Eine herrliche Sache. Ja, haben wir auch gemacht. Das ist aber zum Beispiel, wie gesagt, gut, wenn ein Miesnickel dabei ist. Der kann viel verderben. Der kann viel verderben. Aber er kann auch eingemeindet werden, wie das so schön ist. Es kommt darauf an. Glaube, ich habe eine Tournee gemacht mit dem Ambesser, der nun ja wirklich ein Diplomat ist. Ja. Das ist ja unwahrscheinlich, wie der auch, man wer weiß sofort, wenn dann Schwierigkeit auftaucht. Und dann holt er sich den, ohne dass es überhaupt weiß und so weiter. Wir haben eine Tournee gemacht, auch wo Dinge passiert sind, die gar nicht bös gemeint sind. Wir wollten Pause machen, Ursula Herking war dabei, die sportlich war nicht und sagt, nee, Pause jetzt nicht. Und so, ich gehe voraus. Wo fahren wir? Die Straße. Und sie ist marschiert. Wir haben unsere Pause gemacht und Axel sagte, pass mal auf, Kinder. Die wird doch wahnsinnig stolz sein, was sie für Kilometer runtergeht, bis wir wieder sie einholen. Wir machen Folgendes, du liest Zeitung, du schläfst und so weiter. Keiner nimmt Notiz davon, wie weit sie gegangen ist. Und die Marschierte hielt den Bus auf, stieg ein. Keiner schaute. Sie war den Tränen nahe. Wir haben dann gelacht, sie auch. Weil sie natürlich erwartet hat, dass jeder sagt, Mensch, bist du also mal stolz. Ich bin jetzt auch den Tränen nahe, weil unsere Sendezeit schon wieder vorbei. Schade. Eine Minute, wenn ich, jetzt kommt das. Es tut kannst mir sehr das leid. Nicht, kannst du das nicht gleich weiterverfolgen? Nein, ich möchte euch eins sagen. Von Herzen danke, dass ihr da gewesen seid. Für die Tourneen. Ich glaube, wenn es hinter der Bühne stimmt, stimmt es auch auf der Bühne. Das überträgt sich. Ich wünsche euch schöne Tourneen, eine gute Zeit. Danke. Und wie ich immer sage am Schluss der Sendung, Gott schütze euch, auch Sie zu Hause. Es war schön, Gast zu sein. Bis zum nächsten Mal. Guten Abend.